Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch ein Telefonat mitgebracht, wo es den ersten Teil jetzt leider nicht in chronologischer Reihenfolge gibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der ist. Ist weg. Aber das Gespräch ist auf jeden Fall sehr interessant und geht auch in der zweiten Hälfte noch ein bisschen länger, als man das so denkt bei dem ganzen Wahnsinn. Der Witz ist, die nette Betrügerin, die findet mich sogar nett. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem neuen Wahnsinn hier am Telefon. Hallo? Ja. Die Leitung war weg. Entschuldigung, mein Lieber. Jetzt, ich verbinde Sie sofort mit meiner Finanzexpertin, okay? Nur bleiben Sie in der Leitung. Vielen Dank. Sie sind ein netter Mann, wirklich. Danke. Bitte. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Steinfeger, richtig? Ja. Hallo, guten Tag. Ich bin Ela Janssen, die Finanzberaterin von unserer Firma. Ja. Wie geht es Ihnen heute? Ganz gut. Freut mich sehr, ganz gut. Wie war Ihr Tag soweit? Haben Sie heute gearbeitet oder halten Sie frei? Nö, ich hatte gerade Stuhlgang. Wie bitte? Hat gerade Stuhlgang, jetzt ist wieder alles gut. Ah, okay, ganz gut, freut mich. Herr Steinfeger, Sie wissen den Grund, wieso sind Sie in meinem Büro verbunden, ja? Nicht so richtig, nee. Nicht so richtig. Okay, was haben Sie mit meiner Assistentin gesprochen? Die meinte, da kann man irgendwas mit Geld investieren und so und dass ich nett bin. Ja, genau. Also, Steinfeger, ich bin hier Ihnen nicht nur Informationen zu geben, weil für das Sie können in Google suchen, Sie können Nachrichten oder im Fernseher irgendwo lesen. Aber ich will Ihnen auch einen anderen und richtigen Weg zeigen, wie Sie Trading machen können. Einen richtigen und sicheren Weg, wie Sie Trading, wie Sie Profite online generieren können. Erstmal, ich würde gerne fragen, Sie haben niemals investiert, stimmt das? Okay. Was ist passiert, Herr Schaun? Wieso haben Sie bis jetzt etwas nicht unternehmen? Also in Deutschland ist ein Lieblingssport. Jede zweite Person, jeder zweite Mensch macht Trading. Ja, ich kenne keinen. Keine Informationen hättet, oder? Nee, ich kenne keinen, der sowas macht. Sie kennen keine? Nee. Mein Gott, in Deutschland? In Deutschland ist ein Lieblingssport. Jeder macht Trading. Tja, also unser Finanzpickel hier am Telefon. Weiß ich nicht, wo die nette Tante diese Information hergeholt hat. In Deutschland macht also jeder zweite Trading. Und das ist hier ein Lieblingsvolkssport, dass wir hier alle ganz, ganz gerne Trading machen. Tja, glaube ich nicht. Ist auch nicht so. Das bilden die sich vielleicht ein. Das erzählen die denen vielleicht im Callcenter. Aber den Tatsachen entspricht das auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wozu das dienen soll, sicherlich einfach nur zur Überzeugung, aber naja, wir wissen ja alle, dass das hier am Ende eigentlich nichts anderes als Blödsinn und Betrug ist. Man wird hier voll gelutscht mit lauter Lügen, die von vorne bis hinten nicht funktionieren und nicht stimmen. Und am Ende ist man eigentlich nur sein Geld los. Und auch genau das ist das Dramatische an der Geschichte, dass viele Menschen hier ihr Geld einzahlen und das dann nie wiedersehen werden. Im schnellsten Fall ist die Plattform einfach nach der Einzahlung wieder offline. Die Telefonnummer, mit der ihr angerufen werdet, die kann man nicht zurückrufen. Genau, das ist auch der Grund, warum ich hier die Teile, also wenn die Gespräche manchmal abbrechen und ein zweiter Teil stattfindet, das ist auch der Grund, warum ich die Gespräche dann oftmals nicht wiederfinde. Weil die jedes Mal mit einer neuen gefakten Nummer anrufen. Die wird wahrscheinlich einfach frisch durch einen Zufallsgenerator generiert und steht dann halt im Telefondisplay. Tja. Und da die Dateien, die ich hier aufzeichne, die Rufnummer haben, mit der die tollen Betrüger angerufen haben, tja, kann ich es leider nicht wirklich zusortieren. Es ist einfach Wahnsinn. Und vor allem das Schlimmste ist wirklich an der ganzen Geschichte, es gibt Menschen, die da einzahlen. Und im schlimmeren Fall kann es sogar so sein, dass ihr noch einen zweiten Anruf bekommt, wenn ihr eingezahlt habt. Ja, und dann wird man oftmals dazu verleitet, nicht nur 250 Euro einzuzahlen, sondern deutlich mehr als 1000, wenn man das kann. Und wenn man sich da nochmal blenden lässt. Nur das Problem ist, dann ist das Geld auch noch weg. Und dann geht das Schauspiel auch noch weiter. Man versucht ja dann natürlich auch Hilfe zu finden, wenn man die Webseite nicht mehr aufrufen kann oder sich der Betrüger nicht mehr bei euch meldet. Das Konto, was euch erstellt wurde mit den 250 Euro, ist oftmals einfach dann auch nach einem Tag oder so gelöscht, dass man nicht mehr reinkommt. Und wenn man dann anfängt zu recherchieren, findet man ganz, ganz oft unter dem Firmennamen, der euch schon betrogen hat, noch einen Betrüger.
der euch dann angeblich helfen möchte. Manchmal rufen die sogar direkt an, irgendwann, und sagen, ja, sie wurden ja schon mal betrogen und wir haben jetzt hier das Geld wieder gefunden und wir wollen helfen. Natürlich muss man da wieder was einzahlen. Und natürlich bekommt man dann auch ein weiteres Mal das Geld nicht zurück. Von daher passt immer ganz, ganz doll auf, was ihr da so am Telefon macht. Am besten einfach auflegen, wenn jemand anruft. Denn eins ist immer ganz, ganz sicher. Niemand wird euch anrufen und euch ohne irgendwelchen Hintergrund irgendwas schenken wollen. Selbst wenn man da Geld investiert, ist es ja erstmal keine Schenkung, aber man schenkt euch auch kein System, wo ihr dann reich werdet. Das ist einfach nichts anderes als Blödsinn. Online-Trading, Online-Handel. Okay, okay, das ist ganz gut. Und Ihre Freunde, keine Markt-Trading, ja? Na, ich kenne keinen, der sowas kennt, also weiß ich nicht. Sind alle doof bei mir. Okay. Dann, ich glaube, Sie werden die Erste sein und Ihre Familie und Ihre Verwandten, Ihre Freunde, alles hier zu bringen. Mhm. Okay. Okay. Darf ich Ihnen fragen, was sind Sie vom Beruf? Also ich könnte nicht meine Assistentin verstehen. Was arbeiten Sie? Kaffeesatzleser. Kaffeesatzleser? Ja. Okay, von zu Hause, oder? Ja, ja, das mache ich alles von zu Hause. Da kommen die Leute so zu mir und dann mache ich die Bude dunkel und dann erzähle ich denen was vom Wert. Okay. Weiß ich, bis ich mit Kaffeesatz rum. Gott sei Dank habe ich einen Saugroboter, der macht den Kramer von alleine oder sauber. Okay, und die Leute dabei? Gut? Das läuft ganz gut, ja. Die Leute, die lassen sich ja alle veräppeln. Okay, perfekt. Also ganz gut. So, Herr Schaum, Sie haben viele Kunden, das haben niemals investiert. Aber machen Sie keine Sorge, Finanzmarkt hat Platz für alle. Ich will Ihnen erstmal nur den Weg zeigen, wie Sie Trading mit uns machen können, okay? So, die hat meine Assistentin gesagt, wir rufen Ihnen an von einer regulierten und lizenzierten Firma. Eigentlich, wir sind Geschäftspartner mit einer Plattform, das ist eine regulierte und lizenzierte Plattform. Es ist zugelassen in unseren 14 verschiedenen Ländern, überall Europa. Am wichtigsten ist, diese Plattform ist zugelassen auch unter die größte Finanzaufsichtsbehörde in Deutschland, die BaFin. Ich bin mir sicher, Sie haben etwas darüber gehört, ja? Ja. Okay, perfekt. Wie Sie es wissen, BaFin ist die große Finanzaufsichtsbehörde, das kontrolliert und unterstützt die Banken und finanzielle Institute. Wenn wir schauen diese Seite, wir sind gleich genau wie die Banken reguliert. Aber wenn wir reden über Arbeit, normalerweise es gibt Unterschied. Wenn Sie mit einer Bank arbeiten, Sie werden entweder Geld verdienen oder Geld verlieren. Aber wenn Sie mit einer regulierten und lizenzierten Firma arbeiten, Sie werden, also wir werden ganz stark versuchen, die Verluste zu kontrollieren. Weil ich will mit Ihnen ganz klar am Anfang sein. Im Finanzmarkt ja natürlich, es gibt große Chancen, Profite zu kriegen. Aber es gibt auch große Risiko, Geld zu verlieren. Und ja, natürlich, vielleicht wir werden ein bisschen Geld verlieren, aber unser Ziel ist immer, die Verluste zu kontrollieren. Wenn wir kontrollieren die Verluste, wir werden auch in der Lage sein, die Profite zu maximieren. Das ist ganz einfach unser Ziel. Und glauben Sie mir, in diesen 12 Jahren, dass ich Trading von meiner selber und für meine Kunden mache, wir haben es gut geschafft, gut geschafft. Wenn Sie, also normalerweise, ich werde Ihnen nicht etwas Großes versperren, Herr Schaum, weil, wie habe ich gesagt, man kann auch Geld verlieren. Heute ist ganz gut, aber morgen kann alles gegen uns sein. Was ich Ihnen versprechen kann, ist Sicherheit. Sicherheit, ganz einfach. Sie haben voll Zugriff in Ihr Geld, sind Ihr Geld. Und ganz einfach, Sie haben voll Zugriff. Sicherheit in Ihre Identität. Und Sicherheit in Nachrichten, Signalen, Informationen, Gelegenheit, alles in den richtigen Zeitpunkt um. Danke, alles in den richtigen Zeitpunkt um. Bitte, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie bei mir, verpassen Sie gar nicht, okay? Ja. Okay, so. Erstmal, ich würde gerne Herr Schaum die Regulationen präsentieren, damit Sie es verstehen, ganz klar, wie es ist, wenn Sie mit einer regulierten und lizenzierten Firma arbeiten. Damit Sie es verstehen, wie professionell, wie korrekt, transparent sind wir. Weil ich bin mir sicher, Sie kriegen noch solche Anrufe, aber von einer regulierten und lizenzierten ist es schwer zu kriegen. Und da das gibt es viele Betrüger um diesen Tag, das machen unsere Arbeit ganz schwierig, sehr schwierig.
Naja, ist ja auf jeden Fall mal sehr, sehr schön zu hören, dass deren Arbeit richtig schön schwierig zu sein scheint, hat sie hier selbst zugegeben. Woran kann das wohl liegen? Richtig, weil sie einfach nur Blitzbirnen da am Telefon haben, die die Leute bescheißen sollen. Mehr ist es nicht. Und schön, dass sie hier von der Regulation erzählt. Tja, die ist in den meisten Fällen nichts wert. Und selbst wenn sie reguliert sind, heißt das noch lange nicht, dass sie sich auch an die Gesetze halten. Tja, denn so eine Lizenz stoppt letztendlich das Verfahren da nicht. Nur weil man jetzt eine Lizenz hat oder eben nicht, kann man ja trotzdem eine Plattform machen und die Leute bescheißen und denen irgendwas vom Pferd erzählen. Oftmals nutzen die auch einfach Lizenzen von anderen und nutzen deren Namen. Tja, so funktioniert das auch ganz oft. Oftmals heißt die Webseite auch, keine Ahnung, ABC und die Lizenz ist dann von der Firma DFG. Und dann sagen sie einfach, die gehören zu der Gruppe. So macht man das halt heute einfach. Ich finde es einfach immer nur wieder Wahnsinn, mit was für Sachen die da durchkommen. Die Leute glauben das und zahlen da dann ein. Ich hoffe, dass ihr ganz viele Menschen in eurem Umfeld informiert, dass das bei euch in der Region nicht passiert. Schreibt gerne mal was dazu in die Kommentare, was ihr von der netten Tante hier haltet. Machen wir mal weiter. So. Sie benutzen Ihre iPhone jetzt, ja? Ja. Okay, Sie sind bei dieser Seite Einbesting, richtig? Ja. Okay. Linkse Seite, nach oben. Sehen Sie drei weiße Linien? Das Burgermenü. Wie bitte? Sie meinen das Burgermenü. Also links. Was sehen Sie links? Na, da rechts sehe ich das Burgermenü oder die Speisekarte. Ja, anmelden, Login, Tradingprodukte, so, ja? Nee, da sind drei Striche, das Burgermenü, also Speisekarte. Sind Sie bei investing.eu? Ja. Linkse Seite sind drei weiße Linien nach oben. Sehen Sie das? Ja. Klicken Sie dort. Moment. Okay. So, habt ihr gedrückt, ja? Jetzt, was steht? Anmelden, Login, Deutsch, Tradingprodukte, Plattform, genau. Bildung und so weiter. Ja, dort, wo steht Tradingprodukte, können Sie bitte dort klicken? Ja. Okay. Herr Steinfeger, es gibt viele Plattformen, viele verschiedene Plattformen. Manche sind gut, manche sind ganz einfach Betrüger. In manche sie können nur Kryptos-Trading machen, manche sie können nur Aktien oder Rohstoffe, aber in dieser Plattform sie können alles existenten Instrumenten Trading machen. Tja, nicht nur manche Plattformen sind Betrüger, sondern 100% von den Plattformen, die bei euch einfach so anrufen. Denn kein seriöses Unternehmen, das vernünftig und ja seriös arbeitet, ruft euch einfach an. Denn es ist in Deutschland verboten. Es ist Telefonwerbung, auch wenn es eine Investition ist. Es bleibt ein Produkt, was man kaufen kann. Und somit ist es Werbung und illegal. Momentan, wir haben zwei gute Gelegenheiten. Erstens ist die Amazon-Aktien. Bestimmt, Sie bestellen vielmals bei Amazon, ja? Ja, da habe ich mir erst ein neues Mainboard für den Kanal bestellt. Okay, so. Amazon... Party? Wie bitte? Party? Party? Na, hat geklatscht. Nein, ein Kollegin hat etwas Schönes gemacht hier. Deswegen, wir haben ein bisschen, also dort, im Korridor etwas gemacht. Oh. Herr Steinfeger. Erfolgreich Blowjob. Also, wir sind ein großes Büro und hier, es gibt viele Überraschungen jeden Tag. Ja. So, Amazon hat die Aktien gesplittet. Früher eine Aktie von Amazon hat gekostet ungefähr 2.500. Aber jetzt, Sie können mit 108 Dollar oder 10 Dollar eine Aktie kaufen. Also, es ist ganz leichter jetzt, Amazon Aktien zu kaufen. Es ist ganz leichter und ganz, ganz billiger. Das heißt, es ist eine goldene Gelegenheit, um Geld zu machen. Und die andere ist mit Naturalgas, Erdgas. Erdgas wegen dieser Krieg in Russland und zwischen Russland und Ukraine ist ganz stark beeinflusst. Jeden Tag, die Preis geht nach oben, nach unten, nach oben. Früher, wir mussten einen Monat warten, aber jetzt, jeden Tag,
Es gibt, es ist unterschiedlich. Oh Mann, wie immer Lügen über Lügen über Lügen. Und nichts entspricht der Wahrheit, was die nette Tante sagt. Sogar fachlich ist das alles falsch. Sie erzählt so ein Blödsinn, dass Amazon an den Aktien irgendwas angepasst hat, hört überhaupt nicht richtig zu und der absolute Knaller ist auch noch die angeblich steigenden Gaspreise, dass die mit der Ukraine zu tun hätten und dem Krieg von Russland. Ja, dass das absoluter Quatsch ist, ich denke, das sollte jedem bewusst sein. Hier geht's einfach nur um Spekulantenscheiße. Also genau das, was wir hier am Telefon haben. Jeden Tag ist unterschiedlich. So, jetzt links schließen Sie das Trading-Produkte. Und ein bisschen nach unten sehen Sie über uns. Nee. Sehen Sie das? Nee. Haben Sie Trading-Produkte geschlossen? Ach, da, über uns. Ja, jetzt sehe ich das. Ja, klicken Sie bitte dort, klicken Sie bitte dort. Ja. Wer wir sind, richtig? Was? Was steht dort? Über uns. Okay, haben Sie geklickt über uns? Ja. Was steht jetzt? Über uns oben. Scrollen Sie ein bisschen nach unten, bis wenn Sie einen blauen Satz sehen. Ja. Klicken Sie dort, wo steht Liste der Fortschritte und Registrierungen. Ja. Jetzt, was steht? Lesen Sie bitte für mich. Regulierung und Registrierung Lizenz. Uptrend. Genau. Der Punkt ist ein lizenziertes und reguliertes durch FSC und der Lizenz NOP. Genau. Uptrend. Was? Uptrend LTD ist wie die Mutter-Company. Investing ist die Branche von Uptrend LTD. Ja. Wie habe ich gesagt? Wir sind Geschäftspartner mit iInvesting. iInvesting ist in 14 verschiedenen Ländern zugelassen. Aber am wichtigsten ist, iInvesting ist unter BaFin registriert. Sehen Sie die fünfte dran dort? Den was? Ach, da steht BaFin. Jetzt, Sie haben. Genau, klicken Sie bei BaFin. Ja. Okay, sind Sie bei der Startseite von BaFin? Nö, ich bin jetzt da auf die Seite, wo die Lizenz. Okay. Haben Sie bei BaFin geklickt? Ja. Jetzt, Sie sind bei Startseite von BaFin, richtig? Nee. Was steht dort dann? Portal.mvp.bafin.de Database. Warten Sie, jetzt muss ich weiter gucken, wie das weiter heißt, weil das kann man nicht mehr angucken, so am Handy da. Dieses, wenn es weiter. Guck mal, ob ich das günstige Database. Details.do Fragezeichen CMD ist gleich Loat Institut Aktion und Institut. Nein. ID ist gleich 152991. Moment, erschauen. Steinfeger. Wo war die Registrierung und Regulierung? Ich habe auf BaFin. Gehen Sie ein Stück. Und wenn Sie ich muss dann auf dort, wo steht. Klicke, dann komme ich auf die Seite. Okay, nach unten steht die Ertragsdatum, Bank-ID, BaFin-ID und so weiter, ja? Mhm. Ja, natürlich, okay. Diese sind die Details von der Registrierung. Also, diese zeigt etwas, Herr Steinfeger. Diese zeigt, wo sind wir Regulierte, wo sind wir Lizenzierte, diese zeigt, wie professionell sind wir und so weiter. Mhm. Es ist ganz wichtig, um diesen Tag mit einer regulierten und lizenzierten Firma zu arbeiten. Es ist sehr wichtig. Wissen Sie, wie funktioniert Trading bei uns, Herr Steinfeger? Nee. Normalerweise, ich werde Ihnen jetzt erklären. Mhm. Normalerweise, Sie werden ein Konto eröffnen, weil Sie müssen einen Platz haben in diesem Konto. Nur Sie haben Zugang, keiner hat Zugang. Jede Position, die Sie werden öffnen, jede Position, die Sie werden schließen, was Sie werden kaufen, verkaufen, Sie werden das alleine machen. Weil nur Sie haben Zugang.
Das heißt, es gibt keine Gelegenheit, Ihre Geld klau zu sein. Mit dieser Plattform, das ist unmöglich, Ihre Geld klau zu sein. Vielleicht verlieren vielleicht ein bisschen, ja. Aber klaut nie. Die Positionen, die Sie werden öffnen und schließen, wie habe ich gesagt, Sie werden alleine machen. Aber für das, Sie werden einen persönlichen Kontomanager haben. Ich und jemand von meinem Unterstützungsteam, wir werden Ihnen wir werden die Markt beobachten, analysieren, die Businessplanung vorbereiten und dann wir werden zu Ihnen schicken, per WhatsApp, per E-Mail, solche anrufen und so wir werden Trading machen, ganz einfach. Wir werden den ganzen harte Arbeit für Ihnen machen. Was diese Plattform anbietet, sind auch ein bisschen mehr Werkzeuge. Das macht unsere Arbeit ganz leichter und ganz sicher. Zum Beispiel, erstmal habe ich gesagt, dass mein Ziel ist, die Verluste zu kontrollieren, ja? Herr Steinfeger, sind Sie da? Ja. Okay. Haben Sie bisher gehört über Stop-Loss-Werkzeug oder Schließ bei Verlust? Wie meinen Sie das? Das habe ich, kenne ich nicht. Okay. Haben Sie bis jetzt gehört über Stop-Loss oder Schließ bei Verlust? Schließmuskelverlust. Schließ bei Verlust. Nee, sag mir nicht. Okay, das ist eine Gelegenheit. Es kann passieren, dass die Preise werden runterfallen. Runterfallen? Und ja, in diesem... Na, runterfallen, ja. Na, oben steigen, ja, aber na, runterfallen auch. In diesem Moment, Sie werden $20, $30 verlieren. In einer Position. Und in diesem Moment, vielleicht es ist 2 Uhr früh, Sie sind im Schlaf. Die Position wird automatisch schließen. Und Sie werden nicht mehr als diese $20 verlieren. Okay. So, wir werden die Verluste kontrollieren. So. Also ja, es kann passieren. Wir werden ein bisschen... Ich mache Trading seit 12 Jahren. Ich vielmals verliere ein bisschen auch. Aber ich kontrolliere meine Verluste. Ich verliere nicht viel. $20, $30. Dann ich schließe die Position schließt automatisch. Was diese Plattform anderes anbietet, ist die Hebel auch. Haben Sie bis jetzt über Hebel gehört? Nee. Hebel ist eine Gelegenheit, das wird nur, nur in Online-Handel eingesetzt wird, nicht in die Banken. Es ist wie Kraft kaufen. Es erlaubt uns, also es macht möglich für uns, ein ganz teures Instrument billiger zu kaufen. Billiger zu kaufen. Diese Plattform anbietet es. So. Herr Steinfeger, ich würde gerne jetzt Ihnen unterstützen, ein Konto zu eröffnen. Damit Sie sehen, wie schaut Ihre Investition, wie schaut die Platz, wo wir werden zusammen Trading machen. Wie schauen die geöffnete, geschlossene Positionen. Und was ich Ihnen mit meinem Mund versprechen kann, ist die Auszahlung. Vielleicht Sie haben gehört irgendwo, dass die Leute haben investiert, aber könnte nie mehr die Geld zurückzahlen. Bei dieser Plattform, Auszahlung ist eine Gelegenheit, wo Sie Ihre Geld zurückzahlen können. Wenn es Ihnen gefällt, wir werden lange Zeit zusammenarbeiten. Wenn es Ihnen nicht gefällt, ganz einfach, Sie können Ihre Geld zurückzahlen und für das, Sie brauchen gar keine Gebühren zu bezahlen. Ganz einfach. Gar keine Gebühren zu bezahlen. So. Herr Steinfeger, ich würde gerne jetzt unterstützen, ein Konto zu eröffnen, okay? Aha. So, klicken Sie jetzt links. Okay, gehen Sie ein Stück zurück. Ein Stück zurück? Ja. Aber und dann nach oben. Aber da ist, wie meinen Sie das, wenn ich ein Stück zurückgehe, falle ich aus dem Fenster. Also, Sie müssen bei der Startseite von Investing gehen, bei die drei weißen Linien. Ach, ich muss wieder auf die Webseite gehen. Oder wie? Sind Sie momentan, was sehen Sie momentan? Sagen Sie bitte mir. Na, ich bin auf der Webseite barfin.de. Okay, Sie müssen ein Stück zurückgehen. Wo gehe ich denn hin? Diese von Bar. Sie gehen bei Investing. Ach, Sie meinen auf die Webseite? Ja. Ich dachte, von die Webseite. Ich sollte ein Stück weggehen. Nein, nein. Mein Gott, was ist das? So, jetzt bin ich wieder auf Ars Investing, ja. Okay. Links nach oben sehen Sie drei weiße Linien. Das Bürgermenü. Wie bitte? Das Bürgermenü. Sehen Sie jetzt anmelden.
Nee, oben links ist das Bürgermenü. Okay, in Mittelseite sehen Sie Handel aufnehmen? Nee. Was sehen Sie bitte? Soll ich die Seite vorlesen? In Mittelseite, was sehen Sie bitte? Wie meinen Sie das jetzt? Ich weiß nicht, was Sie gerade jetzt von mir wollen. Ich verstehe das nicht. Ich will Ihnen jetzt unterstützen, ein Konto zu eröffnen. Damit ich Ihnen die Platz, wo wir werden zusammen Trading machen, zeigen, erklären, wie funktioniert Ihr Konto. Wie schaut Ihre Investition? Das will ich von Ihnen. So, links, nach oben, sehen Sie drei weiße Linien? Das Bürgermenü, ja. Klicken Sie bitte dort. Ja, also auf das Bürgermenü klicke ich drauf. Sehen Sie jetzt anmelden? Den gelben Knopf, ja. Klicken Sie bei anmelden. Habe ich gemacht, ja. Was steht jetzt? Beschreiben Sie bitte für mich. Neues Konto eröffnen. Demo, ich, Vollstand, genau. Nehme und dann E-Mail, Töneseen, genau. Postwort und Postwort bestätigen. Herr Steinfeger, klicken Sie bei echt, weil wir reden hier für echte Investitionen. Demo ist ein Spiel und ich mag nicht Glücksspielen. Ich rede hier für echte Geld. Okay? Ja. Klicken Sie echt und dann klicken Sie, geben Sie Ihre Daten, Ihre vollständige Name, Ihre E-Mail-Adresse. Ach, das soll ich da jetzt alles reinfühlen? Ja. Ja. Okay. Ich würde gerne auch, ja. Muss ich das alleine machen? Also, Ihre Name, Ihre E-Mail-Adresse, Sie können alleine normalerweise machen, weil natürlich, Sie müssen, und ich würde gerne Ihre E-Mail-Adresse auch haben, damit ich kann Ihnen, ich kann ja kontrollieren, ob die, wie bitte? Jetzt bin ich ja ganz aufgeregt. Aufgelegt? Nee, aufgeregt. Was meinen Sie? Was haben Sie geschrieben? Nee, ich bin aufgeregt. Aufgeregt, okay. Freut mich, freut mich. Sie werden ein bisschen mehr sein. Ich bin mir sicher, am Ende des dieses Gesprächs, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ja? Sie werden nicht enttäuscht sein. Das wird ein voller Abrutsch und... Sie bitte? Nicht, dass ich abrutsche beim Eintragen. So, ich hab Nein, ich habe Ihnen nicht... Ich habe jetzt... Ja. Ich habe Ihnen nicht verstanden. Ich habe das jetzt rausgeschrieben. Okay. Haben Sie ein Passwort geschrieben? Ein großes P und ein kleines E, ein kleines N, ein kleines I und ein kleines S und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das brauchen Sie mir nicht zu zeigen, aber Sie können das später wechseln, okay? Trotzdem, ich weiß jetzt nicht Ihre E-Mail-Adresse bis jetzt. Klicken Sie die kleine Quadrat nach unten und dann einreichen. Schauen, darf ich Ihnen fragen, sind Sie verheiratet? Nee, aber da passiert nichts, wenn ich da auf ein Griechen drücke. Wo steht die Fälle? Haben Sie die Handynummer gegeben? Ja, da habe ich meine... Okay, die Passwort muss mit großen Buchstaben, mit kleinen Buchstaben, mit Ziffern, aber keine Symbolen. Ja, das habe ich. Und es muss, okay, von 8 bis 12, nicht mehr, nicht wenig. Ich habe ein großes P, ein kleines E, ein kleines N, ein kleines I, ein kleines S und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das habe ich zweimal. Okay, dann klicken Sie die kleine Quadrat nach unten und dann klicken Sie einreichen. Ach da, aber das geht nicht, da kommt nichts und wenn ich auf einriechen drücke, dann ändert sich nur die Farbe. Was steht dann? Nix. Kommt keine Meldung, gar nichts. Sie haben Ihre Passwort Pennies gelassen? Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dahinter. Ein großes P, ein kleines E, ein kleines I, ein kleines N, ein kleines S. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Löschen Sie die 6? Die 6 soll ich weglöschen. Ja. Habe ich? Hallo? Ja, ich bin hier. Ja, habe ich gemacht. Haben Sie Ihren Namen gegeben, Ihre E-Mail-Adresse eingegeben? Haben Sie die Handynummer geschrieben? Na, meine Festnetznummer, ja. Ich habe kein Handy. Okay, dann Ihre Festnetznummer. Habe ich gemacht.
Die Passwort zweimal die gleiche. Ja. Dann haben Sie die kleine Quadrat geklickt. Ja. Dann haben Sie einreichen geklickt. Ja. Was steht jetzt? Na nix. Da ändert sich einfach nur die Farbe von dem Knopf, aber es passiert nichts. Herr Steinfeger, eine Frage habe ich Ihnen. Wenn alles funktioniert am Ende und alles gefällt, wie hoch ist die Kapital, dass Sie sind in die Lage zu investieren? Die Frage habe ich nicht verstanden. Wenn am Ende dieses Gespräch alles Ihnen gut gefällt und Sie möchten die Investition machen, wie hoch ist die Kapital, dass Sie sind in die Lage zu investieren? Weiß ich nicht. Wie viel muss man denn? Sagen Sie bitte mir, wie viel sind Sie in der Lage, dann ich würde schauen, was ich empfehle, was ich kann für Ihnen machen. Na, Sie meinen, was ich auf dem Konto habe, oder was? Ja, also nicht, was Sie haben. Sie können mehr haben, aber wie viel sind Sie in der Lage zu einlegen? So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie bitte? Ich sage, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Okay, und jetzt, was meinen Sie? Sagen Sie bitte mir. So spontan weiß ich ja auch nicht, was man da macht. 20 Euro erstmal, oder? 20 Euro? Macht man kann nicht man erst schaden. Euro? 20 Euro, was können Sie in Lidl kaufen? Für 20 Euro? Nein, Aldi, was? Ja. Da kriege ich 10 Packungen Kaffee. Ja, Sie können nur Kaffee kaufen. Mit 20 Euro, Sie können nie irgendwo investieren. Das Minimum, das Sie bei uns investieren können, ist 500 Euro. Haben Sie 500 Euro zum Investieren? Ja, klar. Das wusste ich ja nicht, was man da machen muss, hat ja keiner gesagt. Das ist ganz schön teuer dabei. Okay, dann sind Sie in der Lage, jetzt zu anfangen, meine Arbeit zu testen für diese 2 Wochen. Wenn es Ihnen gefällt, gut. Wenn es Ihnen nicht gefällt, zählen Sie Ihr Geld zurück. Ganz einfach. Ja. Klar. Okay, dann öffnen Sie Ihre Konto. Was soll ich öffnen? Ihre Konto. Bei iInvesting, Sie müssen ein Konto öffnen. Wie mache ich das? Geben Sie Ihre Daten. Haben Sie bei Echt geklickt, dort, neues Konto eröffnen. Gut, aber das geht ja nicht. Wie geht nicht? Bei mir geht jetzt. Ja, bei mir geht nichts. Da kommt da der blaue Button da, der wird dann weiß und da passiert nichts. Okay, was steht, wenn Sie bei Einreichung klicken? Einreichen. Wie kommt nichts? Haben Sie Internet? Ja, bestimmt. Ja. Versuchen Sie von Anfang noch einmal die Name, die Nachname, die E-Mail-Adresse, Handynummer, Passwort, ein anderes Passwort, nicht diese. Soll ich die Seite nochmal zumachen? Nein, nur löschen Sie alles und fangen Sie von Anfang, also von Anfang. Von der erste, vom vollständigen Name. Ja, da muss ich das alles einmal rauslöschen. Das dauert ein bisschen. So, jetzt habe ich alles rausgeschmiert. Okay, jetzt Sie müssen bei die 3 weißen Linien schon wieder klicken. Nochmal klicken. Sind Sie bei Investing, ja? Ja. Klicken Sie bei Handel aufnehmen, dort in Mittel. Ja. Geben Sie die Daten. Ja, alles nochmal rein, ja. Ergeben Sie alle Ihre Daten und klicken Sie einreichen. Ja, mache ich. Moment. Ich muss erst schreiben alles. Geht ja nicht so schnell. Ja, und wenn ich da dann den blauen Popelstab drücke, dann macht nichts. Passiert nichts. Versuchen Sie bitte. Versuchen Sie bitte. Sie haben nicht so schnell geschrieben. Sie haben nicht so schnell geschrieben. Kommen Sie schon. Versuchen Sie bitte. Spielen Sie nicht mit mir hier. Es steht doch alles noch drin. Da kann man doch reinklicken und dann ist doch der Verlauf noch. Da muss ich doch nicht alles neu... Haben Sie die Passwort gegeben? Also Sie werden mir jetzt zu unfreundlich. Ich glaube, mit Ihnen will ich nichts machen. Wie bitte? Ich sage, Sie werden mir jetzt zu unfreundlich. Ich glaube, mit Ihnen möchte ich... Ja, weil Sie spielen jetzt mit mir. Nee. Nee? Okay, dann tut mir leid. Entschuldigen Sie mich. Schreiben Sie bitte noch einmal von Anfang. Nee, ich möchte das nicht mehr. Okay, schreiben Sie dann, gehen Sie dann und essen Sie Ihre Penis.
Was hat Ihnen die Tante nochmal so ganz zum Schluss gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Auch nach mehrmaligem Wiederholen nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr das mal raushören und in die Kommentare schreiben. Meine Kommentare brauchen wir sowieso, dann könnt ihr vielleicht auch genau das reinschreiben, wenn ihr das verstanden habt. Einfach nur wieder Wahnsinn. Also, im Grunde genommen, rufen die hier an und wollen eigentlich nur irgendwelche Zahldaten haben, damit man da sein Geld einzahlt. Dass man davon unterm Strich am Ende überhaupt nichts rausbekommt und dass man hier keine Gewinne machen wird, das ist doch, glaube ich, klar. Ich find's furchtbar. Ich find's einfach nur furchtbar, dass es einfach solche Maschen gibt. Und es gibt ja auch noch viele andere Maschen, das ist ja klar. Haben wir ja auch schon so zum Teil auf dem Kanal hier gehabt. Auch wenn die anderen Maschen momentan ziemlich doll untergehen und gar nicht mehr so viele da unterwegs sind. Ja, von daher teilt sehr gerne dieses Video oder auch alle anderen, damit einfach keiner von eurer Umgebung auf so einen Quatsch hereinfällt. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, was die sich da für eine Mühe geben. Ich meine, die bleiben jedes Mal ewig lange am Telefon und, ja, ziehen es durch. Da kann man sich noch so blöd stellen, die bleiben dran. Bedeutet aber auch andererseits, dass sie damit viele Menschen bekommen werden. Selbst dann, wenn sie vielleicht am Anfang sogar Nein gesagt haben. Das haben wir ja hier auch schon in verschiedenen Videos gehört. Dass selbst wenn man sagt, nö, ich hab da keinen Bock zu, dann machen die einfach weiter in ihrem Skript. Der ein oder andere wird da immer mal drauf reinfallen. Das ist halt das Dramatische an der ganzen Geschichte. Eins sollte man sich immer wieder bewusst machen. Niemand ruft bei euch an und möchte euch reich machen. Und niemand ruft bei euch an und hat irgendetwas zu verschenken. Und niemand ruft bei euch an und möchte euch irgendwelche Informationen mitteilen, weil er so nett ist, weil er so toll ist oder weil man sich irgendwo angemeldet hat. Das macht keiner. Nur Firmen, die es nicht ernst mit euch meinen. Wenn ihr da eingezahlt habt, passiert genau eins. Das Geld ist weg. Und ihr werdet das Geld dann auch höchstwahrscheinlich nicht wiederbekommen. Auch über den Polizeiweg nicht. Denn da gibt's keine wirklichen Möglichkeiten dazu. Denn die Betrüger, die sitzen irgendwo im Ausland und sind in riesengroßen Netzwerken verstrickt. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Zurückverfolgbar ist das dieses ganze Konstrukt so gut wie überhaupt nicht. Versucht man, die Telefonnummer zurückzurufen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ist auch klar, die Rufnummer ist gespooft, also gefälscht. Meistens funktioniert es per Zufallsgenerator. Jedes Mal, wenn die anrufen, steht eine andere Nummer im Display. Selbst wenn die gleiche Frau nochmal anruft, steht meistens nochmal eine andere Nummer im Display. Somit kann man die nicht mal wirklich blockieren. Bringt also nichts. Grundsätzlich ist es aber richtig. Wenn ihr solche Anrufe bekommt, blockiert diese Rufnummern. Das ist das Beste, was man dabei machen kann. Achtet allerdings darauf, dass die Rufnummer, die ihr sperrt, nicht irgendwelche wichtigen Telefonnummern aus der Region ist, die ihr wirklich braucht. Es gibt auch Abzockmaschen, wo euch irgendwelche angeblichen Stromanbieter mit den echten Telefonnummern der Stromanbieter anrufen. Oder Staatsanwaltschaften oder Polizisten oder was weiß ich. Und wenn ihr denn diese Telefonnummern sperrt, ist ungünstig. Kann man schon doch nochmal gebrauchen zwischendurch. Also, dass die Rufnummer frei ist. Sollte man auf jeden Fall wissen. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Schaut auch dort gerne nochmal mit vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.